Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Transportfieber. Und wir sind ja gerade im Belltime, so wie ihr seht. Ich hatte mich ein bisschen erkältet, deswegen kamen die letzten Tage keine Folgen. Und hier geht's gerade ordentlich. Ja, wir hatten gerade. Nee, wir haben noch keinen Jahreswechsel, wir hatten erst Monatswechsel. Wir sind hier in Beltheim. Hier ist Elfsdorf, das ist Putzel, hier ist Stahnsdorf. Und hier hinten gibt es ja so gut wie noch nicht so wirklich viel Betrieb, kann man sagen. Die Ortschaften sind ziemlich klein. Und hier wird es auch nicht großartig an den Haltestellen gehalten. Und es kommen auch nur so knapp, jetzt sind es gerade über 30 Mann. Hier am Bahnhof, die warten. Hier drüben sind es nämlich schon ein bisschen mehr in Prozoll. Quasi ist von den vier Ortschaften hier, ja, das ist das gering besiedelste, weil es quasi niemanden hat. Deswegen könnte doch man mal versuchen, diese Strecke hier, wo ich mal rausfinden möchte, was das für eine Lok ist, genau. Mit 64 Mann. Bis die hier ist, dauert es natürlich Ewigkeiten. Die Eisenbrücke, die können wir ja gern mal behalten. Ich baue das hier mal zweispurig aus. Ja, das war in die falsche Richtung. Ist ja kein Problem. Das kann man ja nach dem guten neuen Update auch alles schön einzeln abreißen. Brauchen nicht mehr die komplette Brücke abzureißen, das spart natürlich Kosten. Jetzt tun wir hier nicht Jammes, nicht Diagramme. Erstmal speichern. Cool, wir haben jetzt eine Boeing 737. Sehr schön. Hier. Und zwar zwei. Und das wäre dann ja da und da ist die Straße im Weg. Und da tun wir natürlich erstmal die Straße hier abreißen. Das ist natürlich nicht so schön. Zweiter Straßenanschluss. Was macht das? Ach da. Ne, lassen wir erstmal weg. Größer können wir eh nicht machen. Machen wir da gleich drei oder vier. Ich mache mal gleich mal vier Gleise, Oberleitung tue ich auch mal einschalten. Und Typ lassen wir mal auf nicht so Hochgeschwindigkeit. So. Ach nee, Abriss bestätigen auf keinen Fall. Die wandern jetzt hier rein, sehr schön. Ich baue mal weiter meine Hochgeschwindigkeitslinie. Und die baue ich gleich mal hier runter. Schön parallel. Möchte mal aber auch mal gern wissen. Die ist auch auf 120 gedrosselt auf dieser Brücke. Alles klar. Hätte das sein können, dass er ein bisschen schneller fahren kann. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja quasi kurz vor dem Ortseingang. Ist aber eine ordentlich scharfe Kurve hier. Da vorne müssten wir auch ein bisschen Ärger bekommen mit der Straße. Gucken wir mal, was das wird. Ne, das klappt ja ganz super. So, machen wir das mal wieder aus. Wir müssen mal ganz kurz die Linien anschauen. Und zwar nur die sichtbaren und nur Züge. So, die Elsdorfer Linie ist die rosane Linie. Macht natürlich auch Sinn. Die geht ja vorne auseinander. Alles klar. Da können wir ja sagen, dass die vielleicht hier schon
drauf fährt. Das kann man so sagen. Und hier tun wir jetzt die Oberleitung noch hinzufügen. Nämlich hier ist er quasi schon. Wenn man das mal so sieht. Wir auch. Hier ist er noch nicht. Und hier müssten wir ja auch Oberleitung schon haben. Hier haben wir noch keine. Hier auch noch nicht. Okay, hier hatten wir schon welche und hier noch nicht. Okay. Dann würde ich hier mal die Linie ein bisschen umschieben, weil hier sind zwei Linien auf einer, das kann so nicht gehen. Dann möchte ich sagen, dass diese auf Terminal 2 verschoben wird. Genau. Das passt dann hier vorne auch wieder. Sehr schön. Mich wundert es gerade, dass hier keine Signale sind. Hier sind viele Signale. Hier wartet ein Zug. Wartet auf freie Wege. Was ist mit denen los? Der fährt da lang. Jetzt fährt er. Ah, oh, weil die hier so kreuzen, alles klar. Vielleicht ist es da ja besser, wenn ich die zwei hier mal umverteile. Also wenn ich den auf die 2 schicke und den auf die 1. Ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Jo. Dann wieder hier zurückzukommen. Müsste man da hier eigentlich noch ein paar Signale hinstellen. Wie zum Beispiel da und da. So, da wir hier nur einen Zug draufsetzen wollen, macht das natürlich auch voll Sinn. Okay, das ist elektrifiziert. Die Seite hier noch nicht. Genau. Erstmal das Teil. Ah, so viel dann doch wieder nicht. Bis hier hin. Dann kann man ja von hier aus gleich hier rüber. Ja, alles gut. Mit so einem Signal arbeiten. Das schaut da gut aus. Das schaut gut aus. Und dann tun wir mal hier. Der ist bestimmt auch schon für den Detail 17 Jahre. Okay, Pflanzen. Auch recht gut. Setzen wir hier mal was Besseres drauf, was auch ein bisschen schneller fährt als nur, wie schnell fährt er? Steht jetzt irgendwo drin, Höchstgeschwindigkeit 100. Auch ein bisschen was, 75, niemals. So, das sind alles Dampflokomotiven, 90 und 25. 140. Das ist der ganz kleine. Nehme ich, glaube ich, mal den hier. Den in der Farbe, genau, zack. Und dazu noch ein paar Wegelchen. Und da passen die am besten dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir noch 5 Stück.
Fahrzeug ersetzt ein. Sofort ersetzen, ja. Möchte ich mal wieder sofort ersetzt haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transport Fever mit Cedric Isos. Bis dann, tschüss.